Kultur trifft Mensch. Bei der Eröffnung der Ausstellung Traumtänzer in der Gemäldegalerie in Brunn am Gebirge verschmolzen exotische Tänze und Klänge mit den Bildern und Skulpturen der Brunner Künstler. Was macht Sie als Künstler aus? Ich glaube, ich möchte immer meiner eigenen Inspiration, die ich gerade da reinkriege, irgendwie mit den Händen und mit den Füßen und mit dem Mund irgendwie gleich ausdrücken. Meine Kunst macht die Beschäftigung mit dem Menschen aus. Also der Mensch ist das Thema meiner Kunst und ich versuche es mit verschiedenen Techniken auszudrücken, beziehungsweise die Bewegung des Menschen, also die Bewegung sowohl im körperlichen Sinn wie auch im seelischen Sinn festzuhalten. Das ist das Faszinierende für mich, wobei ich sagen muss, dass die Arbeit an und für sich das Wichtigste ist. Also nicht das, was rauskommt, sondern das Schöpfen und auch dann überlassen, weil eine Schöpfung ja immer bedeutet, dass etwas entsteht, was man nicht genau vorher weiß. Also ein Konzept zu haben und dann doch das zuzulassen, was in dem Moment entsteht. Was drückt die Skulptur neben Ihnen aus? Die Skulptur ist eindeutig eine Frau. Ich mache gerne Skulpturen, die Frauen sind. Das macht irgendwie das Ganze spannender. Und das ist eine Frau, die wirklich, glaube ich, aus voller Lebenslust tanzt. Und man kann natürlich diese ganzen Gelenke auch verstellen. Man könnte verschiedene Tanzstellungen mit ihr machen. Aber ich habe mir gedacht, das ist gerade die aktuelle, wie ich sie jetzt empfinde. Ja, die Gemäldegalerie wurde im Jahr 2009 im Oktober genau eröffnet. War ziemlich baufällig, wurde renoviert. Und der Grund war eigentlich die Ausstellung der Hubertsch-Sammlung. Architekt Hubertsch hat der Marktgemeinde Brunn einige Gemälde vermacht. Und sein Wunsch war, dass diese Gemälde in einer gemeinsamen Ausstellung ausgestellt werden. Ich hatte diese Bilder einige Monate hier in der Gemäldegalerie. Natürlich ließ das Interesse dann nach und ich habe mir dann überlegt, wir werden dann wechselnde Ausstellungen machen. Und so eben heute die Ausstellung Traumtänzer. Herr Bürgermeister, Sie auch hier, warum? Naja, das ist Ehrensache, dass ich zu Vernissagen von Brunner Künstlerinnen und Künstlern komme. Und Susi Ganter-Ullmann und Berti Havlicek gehören sozusagen zum künstlerischen Urgestein von Brunn im Gebirge. Und da komme ich selbstverständlich gerne. Haben Sie schon ein bevorzugtes Kunstwerk gefunden hier bei dieser Ausstellung? Ja, wir stehen gleich daneben. Das gefällt mir sehr gut, diese Bewegung. Es zeigt ein bisschen Dynamik und ja, es gefällt mir wirklich sehr gut. Also mir gefällt ganz besonders gut die Figur, die draußen auf der Straße steht, also auf dem Mittelstreifen steht. Kunst im öffentlichen Raum, ich finde das sehr wichtig, dass man Kunst nicht nur einsperrt, sondern dass sie auch öffentlich gesehen wird. Aber es sind natürlich viele schöne Sachen hier herinnen. Alles ehrliche, ernst gemeinte Kunst.